Ich schwimme und ich schwimme und ich schwimme. Oh, und da war ein Hai. Nein, Ja, ich hab's gewusst. Ich alles hab's gewusst. gut. Wie komm ich rein ins Boot? Hier auf der Rückseite, nicht auf der, wo du jetzt drauf zuschwimmst, sondern du Auf der wirst einfach anderen. drum Und rum. dann mit E, oder was? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Sons of the Forest mit mir, Calvin und dem Burning Hero. Ein wunderschön. Da kommen gerade Leute auf uns zu, Ja, Eingeborene. deswegen gehen wir jetzt ins Wasser. Ja, warte mal bitte. Lass uns diese Eingeborenen kurz nochmal. Die beobachten uns ja gerade. Wir beobachten die einfach auch Ja, mal. Speer aus der Hand. Ja, Ganz aus der Hand. wichtig. Ja, du wirst ihn ja nicht bedrohen. Du bist ja Freund, ne? Er hat keine Waffe, du hast keine Waffe. Du musst G drücken. Habe ich gemacht. Genau. Wer ist aus der Hand? Ja, wir Oh, die sind gehen einfach hier einfach nur nett. rum. So, jetzt Genau. meine Frage, die ich habe, ne? Die sind ja eigentlich gar nicht so unnett, also bitte. Die Frage, die ich habe, wenn wir jetzt ins Meer gehen, ne? Das ist ja nun mal ein Meer. Ja. Und jetzt sag mir nicht, da gibt es keine Haie. Nee, da gibt es keine Haie. Lass mal schwimmen gehen. Veralberst mich doch. Komm, einfach schwimmen gehen. Hi, ich gehe auch mal zu ihm hier. Ich gehe mir mal näher angucken. Also, wie Oh, die Dori rennt immer weg. sagt, Meine schwimmen, Sie. schwimmen, schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Pass auf, ich gucke mir das mal von hier an. Hier ist nämlich ein kleiner Fisch. Also, ich kann dir wirklich empfehlen, hier mit hinzukommen. Hier kann ich mich raufstellen. Man sieht unter Wasser so gut wie gar nichts. Du sagst, wir sollen da hinten hinschwimmen, ja? Ich bin gleich da. Ja, ich komme. Ich bin unterwegs. Wenn mir ich ein Hai beißt, ne? Ja, das wäre jetzt dein Problem, weil du bist nämlich zu spät losgeschwommen. Aber es ist alles gut, Das glaube heißt, ich. es ist alles gut, glaubst du? Da war ein Fisch, den habe ich gesehen. Kann man mit diesem Ding auch wegpaddeln? Nein. Man Paddel hätte, ne? Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, bin ich. Ich schwimme und ich schwimme und ich schwimme. Oh, und da war ein Hai! Nein! Ich hab's Ja, gewusst. Ich hab's alles gewusst. gut. Wie komm ich rein ins Boot? Hier auf der Rückseite, nicht auf der, wo du jetzt drauf zuschwimmst, sondern du Auf der wirst einfach anderen. drum Und rum. dann mit E, oder was? Ah! Ah! Ich hab mich erschreckt! Der Hai wollte doch hier an die Füße beißen. Aber wie lange braucht er, um da hochzukommen? So! So, Wer dann bist liegt hier was ganz Tolles auf dem Head. ist er denn? Überhaupt? Hier liegen rote Fackeln, ja. Und, ach so, oh, Feldpatrouille. Und eine Waffe. Die habe ich gerade gesehen, ja. Hier der Hai, ne? Ja. Hast du die Waffe aufgesammelt? Ich glaube. Muss mal kurz gucken. Aber wenn, dann hättest du sie jetzt eigentlich in der Hand. Ach so, nee, ich hatte noch Dings in der Hand. Ich wüsste nicht, wo ich sie hab, nee. Liegt sie nur auf dem Buch? Irgendwie liegt hier nichts, was ich nehmen könnte, nee. Also hier auf diesem Buch, auf Patrick Ja, M. nee, Knight. nein, 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 da liegt nichts mehr. Jetzt kann das Dann natürlich müsste sein, dass ich sie in voll deinem war. Inventar, Ja, im in schwarzen dem Koffer Koffer sein. müsste sie liegen, ja. Im schwarzen Koffer, okay. Aber ich habe ja keine Super. Munition. Doch, die ist geladen. Ah. Du blockst mich gerade. Da macht nichts. Dann packe ich mir die mal auf die 5. Ne, da hatte ich ja meine Trinkflasche. Shit. So, die Trinkflasche wieder auf die 5. Hab ja auch noch die Schleuder, ne? So, und zurück. Vollgas. Die packe ich mir mal auf die 4 und die mal auf die 3. Ja. Begrüß mir die Heil. Vielen Dank, dass du Bescheid sagst. Bescheid. Ja, nee. Blöder Arsch. Wer dieses Ha zuerst an Land ist, hat gewonnen. Nee, ich springe jetzt nicht rein. Dieses kleine Haichen, ne? Ich sehe es gerade nicht mehr.
Sollte ich warten, bis ich es einmal gesehen habe und wenn es dann weg ist, dann losschwimmen, oder? Sag mal. Ich habe bis jetzt noch von keinem gehört, der gebissen wurde. Ja, ja. Probier es mal. Ja, ja. Der schwimmt hier gerade lang. Der ist echt nett. Ah, mir geht's gut. Ja, ja. Bei mir schwimmt er gerade rum. Oh. Ich kann ihn mit der Schleuder anjuckeln. Jetzt schwimmt er gerade weg, aber genau in die Richtung des Strandes. Ob das sinnvoll ist? Ja, komm, was soll's, ne? Geronimo! Nee, Maja, nein. Du hast von keinem gehört, der gebissen wurde? Ja, ich auch nicht, weil wir in Deutschland halt keine Haie haben, du Nase. Aber in diesem Spiel, meinst du? Ich wurde gerade gebissen. Auch. Nein. Oh. Das? Definitiv. Ja. Komm mir mal entgegen mit dem Speer. Weil ich schwimm schnell. Ja, was soll ich? Naja, ihn pieksen. Ich habe ihn auch gerade schon mit der Steinschleuder angehauen. Vielleicht hat er mich deswegen ja angegriffen. Das hat bis jetzt auch noch keiner gemacht. Ich kann dir halt nicht unter Wasser mit dem Speer helfen. Nee, weiß ich, alles gut. Ich bin ja schon da, Also hoffentlich so. Aber er hat mich einmal gebissen. Ich weiß nicht, vielleicht fand er mich auch nur nicht so freundlich, weil ich ihn mit der Schleuder angepikst habe. Das so. Kannst du natürlich haben. Das kann man haben, ne? Oh, Typen so. Schickt das aber jetzt ab. Und jetzt sei ehrlich, hast du schon mal gehört oder nicht? Ich nehme mal einmal Medizin, das nützt ja nicht. Also tatsächlich nicht. Also ich habe ja mit unserem Streaming-Kollegen Happy auch schon eine Runde gespielt, da sind wir auch alle drei dahin geschwommen. Und kein Problem gehabt, sagst du? Nein. Okay, ich habe mir mal das ganze Essen hier geklaut, was hier dran war. Aha. Wo war Essen dran? Weiß ich nicht. Ich muss was trinken. Kommst du mit in Richtung... Wo wollten wir jetzt hin? Also wir waren jetzt schwimmen, wir haben eine Waffe. Schon leer? Ich glaube. Ja, fast leer, ne? Halb leer. Ja, okay. Ne, dann lass doch einmal hinlatschen. Du wolltest doch sowieso ein bisschen höher latschen, um da zu bauen. Ah, ich wollte aber noch mein Zelt abbauen. Das ist vielleicht sinnvoll, ja. Mhm. Mhm. Die Schleuder ist übrigens auch toll. Weil damit kannst du die kleinen Kiesel einfach, das hätten wir vorher mal wissen müssen. Wäre irgendwie auch logisch gewesen. Die kleinen Kiesel hatte ich ja nur gespart, quasi für Pfeile. Aber damit kannst du auch wunderbar schießen. Ich weiß jetzt nicht, was effektiver ist, mit dem Pfeil oder mit der Schleuder. Achso, kannst du Kelvin noch sagen, dass er dir folgen soll? Ich habe gerade eben einen schönen Bug rausgefunden, wenn du versuchst, das Zelt abzubauen. Ja. Und hast aber was in der Hand, geht's nicht. Ja, nee, das ist... Also das ist, wenn du das voll bist mit Stöckern. Ja, das ist ein Feature. Das ist ein Feature, okay. Ja. Ist doch kein Bug. Wo ist noch die Idee? Immer diese Leute, die immer sagen, das ist ein Bug. Ja, es ist ja nun mal ein Early Access, ne? Das muss man dann mal sagen. Ja, das darf man nicht vergessen. Und dementsprechend ist alles, was wir hier finden, sind Feature. Ne? Na. Also ich finde das cool, dass man die Steine hier so durch die Gegend schießen kann. Die Frage ist, die ich mir jetzt so stelle, wo baut man am sinnvollsten? Ich würde den einen Fluss, den wir runtergelaufen sind, würde ich mir gern angucken. Ja. Um zu sehen, ob der frei von Geröll ist und sich da keine Stämme aufhängen. Dann würde ich ganz weit oben am Fluss würde ich anfangen, Bäume zu fällen, die runtertreiben lassen. Warum ganz weit oben? Weil wenn du in der Nähe von deiner Base die Bäume fällst, ja, dann kommen die ganze Zeit die Kollegen und wollen dich hauen. Ja, aber nur, wenn die da in der Nähe irgendwo sind. Immer, weil du ihre Natur zerstört hast. Woher weißt du das? Weil ich schon eine Base gebaut habe. Angefangen habe. Okay. Das heißt also, wenn wir hier mal... Das ist ein kleines Boot. Ja, genau. Hier ist Boot, hier ist noch Seil. Ich habe keine Boote. Seil. So Münzen. Das Seil habe ich zu viele. Kann ich auch nicht mehr tragen. Ja. Deswegen wäre es halt gut, wenn wir eine Mini-Base bauen könnten, dass wir da ein bisschen Regal drin haben, wo wir auch Medizin und so lagern. Ja, und ich weiß aber nicht, ob das gut ist, wenn man die...
relativ weit weg von Futterressourcen baut, ne? Oder ob man sagt, wir bleiben hier, wir gehen ein bisschen höher und bauen die da auch ein bisschen höher? Wo ist Kelvin jetzt? Hast du ihm gesagt, er soll mitkommen? Der folgt. Ich sehe ihn nicht, aber ist auch egal. Der kommt schon. Dass man hier auch Fische fangen kann, weißt du? Zum Beispiel. Ja, da können wir da hinten ja den Fluss, wo wir hergekommen sind, einmal gucken, wie das da aussieht. Ich würde hier hochgehen wollen. Den kann ich dir nicht empfehlen. Der ist ziemlich groß, der Fluss. Ja, den kann ich dir nicht empfehlen. Warum nicht? Weil der nicht gut ist. Da hängen sich die Baumstämme immer auf. Na komm mit, lass uns trotzdem. Das würde ich, ich glaube dir einfach nicht mehr. Alles, was du sagst, stimmt nicht. Oh, was ist das? Was habe ich denn hier? Schachtelhalm. Kann man damit machen? Ja, ich observiere einmal den anderen. Naja, da es ja bald wieder dunkel wird, wäre es sinnvoll, wenn wir zusammenbleiben, ne? Das ist jetzt deine Entscheidung. Du glaubst mir ja nicht mehr. Hey, wenn du einfach sagst, das ist so, ich will das selber rausfinden. Ist okay. Also, wenn wir jetzt hier ein bisschen hochlaufen, weil der Fluss hier ist wunderbar breit. Also wirklich wunderbar breit. Wenn ich jetzt hier einfach ein paar Baumstämme fälle. Boah, der ist echt schön. Da hinten sind auch viele Plätze zum Bauen. Hier sind auch Blaubeeren. Sehe ich gerade mal so. Gibt's hier Fische? Nee. Hier gibt's aber auch keine Fische, nee. Schade. Schade Schokolade. Keine Fische. Guck mal, hier ist so ein relativ offenes Feld, wo man bauen könnte. Wo Essen spawnt. Das finde ich hier gar nicht so verkehrt. Also ernsthaft nicht. Finde ich hier echt nicht so verkehrt. Nee, okay. Da drüben sind ein paar Eingeborene. Mhm. Ja. Die holen sich da auch gerade. Hier sind auch gelbe Beeren. Kann man die gelben Beeren auch essen? Das wirst du mir eh nicht glauben. Ess es. Ich kann dir nur sagen, dass hier gerade Musik läuft. Das sind Lachsbeeren. Lachsbeeren kann man bestimmt essen. Ja. Die Heidelbeeren auch. Ja, und die Heidelbeeren-Strauchsamen, die bewahre ich mir noch auf. Schachtelhalm lasse ich mal. Bei dir läuft Musik. Mhm. Das heißt, bei dir sind gerade böse Leute. Nein. Warum läuft dann Musik? Das glaubst du mir eh nicht. Nee, tu ich auch nicht. Erzähl mal. Weil hier ein Radio läuft. Ah. Das habe ich jetzt aber kaputt gehauen. Guck mal, da ist ein Typ, der hat Kleidung an, also dunkle Kleidung an. Er sieht so aus, als hätte er von jemand anderen die Kleidung geklaut. Ja. Ja, ernsthaft, der sieht nicht aus wie so ein Eingeborener, sondern der hat wirklich relativ normale Kleidung an. Okay. Würde ich behaupten. Schwarze, normale Kleidung. Kelvin ist bei mir. Also es ist nicht Kelvin, sondern ein anderer Typ. Oh, Enter Text. Nee. Der geht hier den Weg hoch. Soll ich dir mal hinterhergehen? Du darfst das gerne machen. Aber? Also es kann halt sein, dass du nachher gefesselt an einem Baumstamm hängst und dich befreien musst. Ja, weißt du. Solange die nicht böse werden, ist alles gut. Gefesselt an einem Baumstamm heißt, dass du gestorben bist. Ja, ja, ich weiß. Okay. Das habe ich schon mitbekommen. So, Rotten Fleisch habe ich hier. Das kann ich ja nicht mehr gebrauchen, ne? Doch, das kannst du wieder ins Feuer packen, dann kannst du es essen. Okay. Da oben ist ein schöner Dings. Hier sind wir lang gegangen. Hier sind wir doch hergekommen, wo ich gerade bin. Also. Nee, wir sind von hier gegangen, wo ich gerade bin. Okay, ich gehe hier mal
einfach mal so lang, um ein bisschen zu erkunden. Ich hab ein bisschen Hunger, sagt er mir, aber diese Beeren bringen nicht so viel, ne? Bisschen was. Kann ich nicht gleich mehr essen als nur eine immer? So, ich würde jetzt mal probieren, wie das aussieht, wenn man hier. Also die Landschaft und so, ne? Gerade jetzt hier mit diesen Felsen. Oh, da kommt der Typ wieder. Er rennt hier nur durch die Gegend. Komm mal in deine Richtung durch den Wald. Mal gucken, was hier so ist. Ja. Da kommt der Samurai auch. Ich würde den Samurai gerne ansprechen, ne? Aber lieber nicht, sagst du. So. Da muss man nicht. Wir waren ja auch Eingeborene. Hier ist ein Eingeborenendorf. Ach, da warst du auch da, hast du die Musik, sagst du? Was? Nee. Nee, okay. Ah, Mist, Mutanten. Ich hab hier Musik, so eine. Ich würde sagen, okay, da ist der Typ mit den Klamotten. Oder einer, noch einer mit Klamotten und Eingeborene. Der eine Eingeborene kommt gerade auf mich zu. Hallo? Kommen alle auf mich zu. Huch. Na gut. Bin artig, ich bin auch artig. Ich ärgere euch auch nicht. So, du sagst bei dir in irgendeiner Art und Weise da fällen und dann die Sachen runterfallen lassen. Macht es denn, ist es überhaupt sinnvoll, dass wir unten im Fluss, also an der Mündung bauen? Ist es nicht irgendwie sinnvoller, oben eher zu bauen? Was habe ich hier Hübsches? Chicorée. Also wir wollen ja erstmal nur ein provisorisches Lager haben. Ja. Wo die ersten Sachen sicher haben. Ja, für die ersten Überlebensmomente quasi. Genau. Also ich bin jetzt ganz nett an dem vorbeigegangen, an deren Lager. Und die haben zwar geguckt, mit einem Stock in der Hand, aber haben nur geguckt. Die ist nicht hinterhergekommen, glaube ich. Also alles gut, würde ich sagen. Du bist relativ weit weg, tatsächlich. Ich hätte gedacht, du bist dichter dran. Um aufs okay, also mein GPS. Plan würde hier tatsächlich ach so. Funktionieren. Dass ich so schräg runtergehe, alles klar. Okay. Welcher Plan denn? Also die kommen echt nicht hinterher. Die waren total lieb. Obwohl wir jetzt ja nicht unbedingt auf, also wir haben ja auf normal gestellt, ne? Das ist ganz wichtig. Schwierigkeitsstufe normal. Und jetzt nicht irgendwie friedlich oder sonst was, sondern es ist normal. Wir verhalten uns einfach nur einigermaßen friedlich, damit die sich auch friedlich verhalten. Nur wenn die uns angreifen, würde ich mich verteidigen wollen natürlich, ne? Ja. Also, außer man braucht vielleicht auch noch was von denen. Ich glaube, da in diesem Dorf gibt es bestimmt irgendwas Nettes, was man in Anführungszeichen klauen könnte. Also die Knochen, die braucht man tatsächlich von denen, aber dafür muss man halt dann, ja, die friedliche ja. Schiene da, achso, Kevin läuft schon bei dir. Ja. Also das funktioniert, wenn man hier oben die Bäume fällt, dann treiben die komplett runter bis zur Mündung. Ah ja. Aber die werden da vorne dann auch aufgehalten irgendwie bei der Mündung? Ja, da sind Felsen. Das heißt, es ist sogar sinnvoll, hier zu fällen, sagst du? Ja, also hier sind zwar Krabbelkollegen. Aber die Eingeborenen sind eher die, die einen wehtun. Oder die Krabbelkollegen auch. Die Krabbelkollegen auch, aber die sind jetzt nicht so böse, wenn man hier jetzt anfängt zu fällen. Okay, ich fäll mal diesen Baum hier. Bis jetzt. Nee, film mal weiter hier hin. Nicht das. Nee, nee, nee. Oh, oh, tu ich jetzt. Oder jetzt. Ist gleich weg. Ja, okay. Hada.
okay. Da kommt Kelvin. So, und die schmeiße ich einfach runter, sagst du? Ja. Dann rollen die da hoffentlich rein. Okay. Gucken wir mal, ob das passt. Also in die Richtung, die du guckst, fällt auch der Baum. Ja, aber du musst einmal drumherum schlagen, richtig? Genau. Das habe ich jetzt nämlich, genau. Dachte eben gerade auch, ich habe die ganze Zeit nur auf einer Seite so quasi gehauen. Das war nicht so sinnvoll. Okay, und aus einem Baum kommen doch relativ viele Baumstämme. Da, wenn man die nachher auch braucht. Ja, also du brauchst nachher richtig Holz. Endlos viele wahrscheinlich, ja. Alles gut. Kann ich ihm nicht auch sagen, er soll... Kelvin jetzt soll welche hacken? Ja, dann müssen wir erst Ständer bauen, wo er die reinpacken kann. Und wir schmeißen die nachher... Okay, das heißt lieber... In Fluss. Lieber selber hacken. Also ich kann dir echt empfehlen, weiter hinten noch zu fällen, weil das ist gut. Zu spät. Ja. Das war ein Riesenbaum. Ach, man kann zwei auf einmal tragen. Okay. Eine, drei. So. Ich weiß nicht, wie viel braucht man denn so ungefähr, um überhaupt mal anfangen können zu bauen? Was meinst du? Weil da liegen jetzt schon so ein paar mehr. Ja, wir können ja unten mal eine Blaupause für eine normale... Oder ja, eine normale Hütte. Ich zeige dir gleich mal, wie wir anfangen könnten. Ja, die Frage ist, brauchen wir auch noch Verteidigungsanlagen? Und wie viel brauchen wir dazu? Was brauchen wir dazu? Ja, wir können ja einmal gucken, dass die Stämme jetzt unten ankommen. Dann zeige ich dir einmal, wie das mit dem Bauen funktioniert. Hier hängen die sich ein bisschen auf, aber die können wir nachher einmal schubsen. Nimm doch mal ein paar mit. Schubst sie noch weiter, bevor du da jetzt runter gehst. Da unten liegen schon ein paar. Da liegen noch welche, die habe ich da aufs Land geschmissen, mehr oder weniger. Wie gesagt, sind ja schon ein paar. Ja. Dann trink mal was. Genau, jetzt sieht dort, dass sein Stärke-Level, das steigt jetzt langsam, Stück für Stück. Ja, der Bizeps ist jetzt so, ich würde sagen, 40% voll, ja. Gut, genau, also. Aber wenn er ganz voll wird, dann siehst du einmal, dass der im Level steigt. Das okay. Steht dann einmal das Level. Okay. So, ich zeig dir mal, hier ist relativ... Kommen Sie alle mit, ja. Ah, ich bin hier noch bei den Baumstämmen mit und guck noch mal ein bisschen, dass sie mitkommen. Also hier komme ich jetzt, hier muss ich jetzt immer noch schwimmen. Oh, Elvin, geh aus dem Weg. Also ich würde tatsächlich auch im Wasser bauen wollen. Im Wasser? Ja. Okay. Nimm dir mal zwei Baumstämme mit. Und dann zeige ich dir einmal, wie das tut. Aber warum denn da im Wasser? Warum denn nicht hier vorne? Da könnte man zumindest noch beim
Könnte man zumindest noch trinken. Weil wir da dann sicher sind. Behauptest du? Ja. Behauptest du? Das musst du mir nicht glauben? Nee, tue ich auch nicht. Nee, genau. Und außerdem ist das mein allergrößter Traum. Ich zeige dir jetzt einmal, wie das tut. Wenn du jetzt auf den Boden guckst, mit deinen Stämmen in der Hand. Ja. Dann ist er waagerecht. Ja. Richtig? Wenn du jetzt rechte Maustaste drückst, dann hast du einen Punkt. Hier. Und wenn du jetzt in den Snap-Bereich von den beiden anderen Stämmen gehst, dann siehst du eine Linie und einen festen Punkt. In den Snap-Bereich? Ja. Nicht eine Linie. In die Linie sehe wenn du ich jetzt so einen Meter ungefähr davon weggehst, ja, siehst du einen Punkt in der Linie. Nee. Doch, warte. Nein, nicht ein Meter. Ja. Wenn du jetzt dieses Dreieck zu einem Quadrat erweiterst, guckst du mal hier in die Ecke. Ja, geht nicht. Ich sehe keine Linie, ich sehe nur den Kreis. Guck jetzt mal genau. Sehe ich. Geh mal weg, bitte. Jetzt sehe ich da eine Linie. Super. Genau. So. Und dann haben die immer genau den Abstand. Und wenn du hier jetzt einen so gegenstellst, das ist. Genau, du machst ihn waagerecht. Das würde ich sagen, machen wir auch gleich so. Ja, okay. Okay. Ist nicht so innovativ, halt das Bausystem, ne? Ja, genau. Und so ist das auch mit der Stabilität eben, ne? Wenn du einen durchgeführten Ständer bis auf den Boden hast, dann kannst du oben auch darauf bauen. Alles klar. Okay, versuchen wir das noch mal ein bisschen. Ich muss bald wieder was essen. Ja, ich tatsächlich auch meine Ausdauer. Oh, das funktioniert gut hier. Also das ist spitze da mit den Stämmen. Naja, ein bisschen hinschmeißen musste man sie, ne? Können wir Kelvin jetzt nicht sagen, er soll die Stämme holen? Nee. Nee, das ist zu weit weg für ihn. Ist wieder zu blöd, okay. So, aber wenn wir da jetzt so ein Haus bauen. Wie viel mehr kann das? Also klar, ich kann was bauen. Aber wie viel mehr kann das denn als ein Zelt? Du kannst da drin Regale bauen, ne? Ja gut. Und eben Lager. Warum rennst du jetzt mit dem einen zurück? Weil ich dir kurz was zeigen will. Aber lass erstmal Stämme holen, dann zeige ich dir das. Warte, ich baue einmal hier so einen Ständer für Holz. Ich will mal gucken, ob er das vielleicht schafft, den zu füllen. Ohne Bäume zu fällen. Lagerung, Stammlager. Wo ist. Läuft er dir hinterher? Ja. Ja. Dann kommt er jetzt ja her, ne? Ja. Ja, der läuft mir hinterher. Oh, der hat mich echt gebissen, der Hai, ne? Also ich bin immer noch ein bisschen geflasht vom Hai. Finde ich gut. Er hat mir wehgetan. Hole, Stämme und Behälter füllen. Ich will mal gucken, ob er jetzt Stämme holt oder ob er. Bäume fällt. Ah, der ist so doof, ne? Guck mal, jetzt nimmt er diesen einen Stamm hier. Oh, jetzt ist er völlig überfordert. Geh mal zur Treppe. Geh mal zur Treppe mit dem Stamm. Nö. Ah, gut. Hast du ihm das jetzt gesagt, er soll holen? Ja. Ja, ich will mal gucken, was er jetzt macht. Nicht, dass er hier anfängt, Bäume zu fällen. Sehen wir dann ja. Moment, geht er gerade. Ihm einfach in den Kopf. Ja, ich glaube auch. So, aber jetzt haben wir schon ein bisschen die Baumechanik. Jetzt steht er da, bleibt da einfach stehen, ne? Ein bisschen die Baumechanik kennengelernt und jetzt, wo wir bauen, das kann sich ja nur um Stunden handeln. Ah, jetzt kommt er. Ja. Ah, jetzt hat er gesehen. Hier, Stämme. Ah, ich hole auch. Nee, Stämme. Er folgt nur einem von uns beiden. Mir kratzt sich gerade an der Birne, ja. Ja. Also er ist nicht die schlauste Kerze, ne? Nein. Nicht so wirklich. Wenn du jetzt einmal zur Treppe gehst und auf die Treppe raufguckst,
Dann siehst du jetzt, dass du eine Rampe machen kannst. Wenn du jetzt Rechtsklicks machst, dann machst du eine Treppe. Rampe, Treppe. Ja, keine Ahnung. Ja. Was ist, wenn der Pfeil nach unten zeigt, ist es eine Treppe oder was? Nee, das ist so zackig. Okay. Wenn du von der Seite drauf guckst, dann siehst du das noch besser. Einmal zacken. Ah. Achso. Krasser Mann. Also ich finde die Baumechanik finde ich tatsächlich echt gut gelöst. Also das ist wirklich ja, cool ja, gemacht. Sie, ja. Aber ob, ich sag mal so, dauert dann wahrscheinlich auch dementsprechend ein bisschen länger mit dem Bauen. Das muss man so ein bisschen. Ja, und es ist wirklich ja sehr material. Naja, klar. Das Essen. Auf jeden Fall Material, Ressourcen braucht man ja immer relativ viele. Holst du uns Essen? Das wäre total toll. Oh, sie fliegt wieder weg. Das gibt es da nicht. Nimm doch mal nicht den Speer, nimm doch mal die Schleuder. Oder den Bogen, dann kannst du gleich ein bisschen üben mit dem Bogen. So, wenn ich jetzt die Treppe hochgehe, kann ich denn da auch einen Boden reinsetzen? Geht das auch? Ja. Und wenn ja, wie? Auf den Boden gucken und dann werden dir so eine schwingenden Pfeile angezeigt. Ja, genau. Ich glaube, ich nehme jetzt noch zwei Balken und dann können wir da vorne einmal fixen Ding bauen, ne? Hey, das sieht echt gar nicht so schlecht aus, finde ich. Schon lustig. Ja. Wie gesagt, auf jeden Fall müssen wir zusehen, dass wir uns Essen besorgen, glaube ich. Vor der guten Dame, die da ankommt, darfst du jetzt keine Angst haben. Warum nicht? Das ist die dreibeinige und dreiarmige Frau. Darf ich mir die angucken? Die darfst du dir angucken. Die wird jetzt aber noch wegrennen. Die wird immer zutraulicher. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein Haustier wird. Okay. Die hilft uns nachher so wie Kelvin. Aber sie muss halt noch vertrauen. Die ist eine dreibeinige Ballerina. Mhm. Mit drei Armen. Ah, dass es gerade dunkel wird. Ich nehme gerade mal meine Plane. Und dann Plane. Hier ein kleines Domizil. Okay, jetzt bin ich hier zu dicht gekommen. Ja, mach uns mal ein kleines Domizil, weil dann kann ich speichern und dann können wir schlafen. Denn wir haben auch schon wieder über 30 Minuten, das war zu viel. Aber alles gut. Boah, bevor wir schlafen gehen, einmal speichern. Zack. Und dann, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Gerne ein paar Spielekommentare und wenn ihr wollt, auch ein Abo. Ich würde sagen, im nächsten Let's Play werden wir unser kleines Haus am Meer wohl so erweitern, dass wir da ein bisschen was drin lagern können, ne? Okay? Richtig. Richtig, dann werden wir uns weiter um die Ballerina da hinten kümmern, die da jetzt gerade durch die Gegend rennen. Und mal gucken, was sonst noch so auf uns zukommt. Bisher ist das Spiel doch grafisch gesehen wunderbar, würde ich sagen. Von der Gefährlichkeit her. Bisher sind wir gut verschont geblieben, würde ich sagen. Also durchaus, aber wir gehen auch sehr passiv vor, was sehr gut ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, mal gucken. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Gerne ein paar Spiele-Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.